Mit meinen Mädels und die Männer und Cousine, also nicht allzu groß. Wir sind keine große Familie. Also das ist eigentlich immer nur Familie. Und wir feiern meistens ist es meine Tochter, die dabei ist mit ihrem Mann. Wir feiern zu zweit den Heiligen Abend. Wir essen einen Karpfen, zu Hause mache ich den. Ja, und ab und zu auch mal mein Sohn, aber der ist in Hamburg und das ist also selten, dass der oder nicht regelmäßig zu Weihnachten da ist. Und am ersten Feiertag kommt meine Tochter mit ihrem Mann und da weiß ich noch nicht, was es zu essen gibt. Muss ich mir noch überlegen. Ein Strickkleid mit ganz dünner Wolle. Ich habe da also sechs, acht Wochen gestrickt. Es war also schon ein Mammutprojekt, aber es ist schön geworden. Zu Weihnachten habe ich noch nichts gestrickt. Zu Weihnachten? Da muss ich schwer überlegen. Ich weiß nicht, also speziell für Weihnachten habe ich eigentlich nie was gemacht, sondern das lief eigentlich immer so nebenbei. Ja, Weihnachten halt. Heiligabend werden wir ruhig verbringen. Wir zünden unsere einzige Kerze am Tisch an und unseren Adventskranz. Einen Christbaum mache ich nicht, in Ermangelung von Enkeln. Mit Feuerzeug im Poli. Das ist ein ziemlich ritueller Ablauf. Es gibt nachmittags, also zu Mittag gibt es meistens irgendwo eine Gänsesuppe oder sowas, also eine relativ leichte Sache. Dann gibt es Christstollen und danach gehen wir dann in die Kirche. Und wenn wir von der Kirche, vorher gehen wir noch zum Friedhof. Und wie gesagt, nach der Kirche gehen wir nach Hause und dann gibt es die sogenannte Bescherung, die also auch im Laufe der Jahre immer kleiner geworden ist, denn irgendwo, was soll man sich schenken, man hat ja im Grunde alles das, was man braucht. Und da sind es meistens so Kleinigkeiten. Und danach essen wir dann, und zwar kalt, dann gibt es also dann irgendwo so schöne, feine Sachen wie ein Kaviar und einen geräucherten Lachs und auf jeden Fall gibt es immer einen Heringssalat, allerdings mit Kartoffeln. Das ist nämlich auch von meiner Frau aus Sachsen so ein bestimmtes Gericht, was halt einfach dazu gehört. Ja, nichts anderes als eine gebratene Gans mit Knödeln und Rotkraut und eventuell noch mit Preiselbeeren oder wie sowas. Rehkeule. Das muss ich mir noch überlegen, aber ich bin sehr dafür, dass wir Pute essen. Aber ich muss dazu. Pute zu viert, es darf also keine so große sein, sondern nur so Babypute oder sowas. Die werde ich kochen mit Klößen und mit Rotkraut. Gute Frage. Ich persönlich habe eigentlich keine Wünsche. Ich wünsche mir Frieden für alle. Ich wünsche mir immer, dass man mir nichts schenkt. Aber dieser Wunsch geht eigentlich nie in Erfüllung. Wobei ich allerdings sagen muss, also ich bin da nicht so selbstlos, sondern ich schenke eigentlich anderen auch ungern etwas. Da bin ich eher dafür, wenn man im Laufe des Jahres von jemandem mal einen Wunsch hört, dass man ihm dann den erfüllt. Und ich glaube, der hat auch mehr davon. Aber Kleinigkeiten, wie gesagt, gibt es immer. Und in diesem Jahr wünsche ich mir sogar, doch habe ich sogar einen Wunsch, ein Digitalradio. Ich weiß zwar nicht genau, warum ich das haben möchte, aber ich höre immer wieder, das sei was Besonderes. Ach, ganz einfach, Flasche von Vollrad. Und zwar Heidelbeeren überall. Mach vorher Zangenbrot, überall.
Weihnachten nicht. Aber wir bekommen die Kinder das immer unter dem Jahr, wenn sie was brauchen. Meine Tochter kriegt einen Schal und eine dazu passende Mütze. Essen, sitzen, reden, spazieren gehen. Mit Lesen und mit meinem Mann das Krippelspiel. Oder die Gäste bewirten. Am liebsten, ja, am liebsten bin ich Weihnachten im Urlaub, aber wenn nicht, dann mit Spülmaschine ein- und ausräumen. Weihnachtskeuche ist, dass ich am Heiligen Abend im Radio die Glocken von ganz Deutschland höre. Das liebe ich. An und für sich Heiligabend mit den Kindern in die Kirche gehen. Anschließend bei den Großeltern vorbei, frohe Weihnachten wünschen und dann nach Hause, Fondue und Feuerzeug holen. Also das macht alles meine Frau. Und zwar kommen da sowohl Kugeln als auch Schleichen und irgendwo welche Figuren und sowas. Engel, Glaskugeln und Wachskerzen. Zu Weihnachten gehört dazu, dass man zusammen ein Weihnachtsessen isst oder zu sich nimmt. Dass eben die Familie mindestens einen Tag zusammensitzt. Ja, heute gefällt es mir besser. Früher, als noch die Kinder klein waren, da war das die ganze Vorbereitung viel stressiger. Obwohl die Feiertage selber nicht so waren, aber heute läuft das Ganze ruhiger. Früher war das eigentlich schöner, als die Kinder klein waren und auf das Christkind gewartet haben. Und wir haben immer was gebastelt für die Kinder, also eine Puppenwiege oder Puppenkleider. Also das war schöner für die damalige Zeit. Aber jetzt sind wir beide Rentner, Enkelkinder haben wir keine und wir genießen die Ruhe und die Festlichkeit. Ich backe nur Vanillekipferl. Vanillekipferl? Die mag meine Tochter so gerne. Und dann, und das sind eigentlich doch noch eins, aber das sind keine Plätzchen in dem Sinne, aber kleine Gebäckstücke. Das ist so ein, das sind so Braunkuchen-Ecken. Die haben also so verschiedene Schichten und dann werden die in so kleine Dreiecke geschnitten und Schokolade getaucht und so. Also das, die schmecken auch ganz, ganz gut. Am liebsten backe ich Butterplätzchen und Vanillekipferl. Plätzchen. Ja, ich würde sagen beides. Oder muss ich mich entscheiden? Wenn, dann würde ich mich also eher für den Stollen entscheiden. Kugeln. Christbaumkugeln. Christbaumkugeln, ja. Beides. Marzipan. Mandeln. Schlichter Weihnachtsbaum. Grün. Schlichter. Schokolade. Lebkuchen. Echte Kerzen. Bienenwachskerzen. Ich mag beides nicht. Die Feuerzeugenfolie, die für jeden Adventssonntag mit Peter Alexander.